Willkommen im Markus Rühl Lifestyle. Geil, Alter. Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner. Bitte nicht der von mit Paul Unterleitner. Ich hab überhaupt keinen Bock auf die Scheiße. Du fährst Veganer. Frag mal, ob das wirklich so ist. Ich hab grad einen Deal-Vorschlag bekommen. Wenn ich den Riegel hier esse. Das ist es, was es bedarf. Griechen-Formcheck mit Markus Rühl. Veganer ist die, wo gar nichts essen, außer Brenneseln. Das geht nicht. Ne? Weil nur Fleisch funktioniert. Ja? Formcheck mit Markus Rühl, scheiße. Scheiße, ja. Und da war die Muschi Paul Unterleitner. Wo groß Maul hat, auf einmal ganz klar. Ja, Mann, du musst doch Markus überzeugen. Das ist auch vegan. Vegan mach ich nicht. Weil Veganer, sag's jetzt mal ganz deutlich, ist nichts anderes wie Leute, die sich mit Ernährung überhaupt null auskennen. Was ich jetzt sagen könnte, damit ich keine Fleischriegel essen muss, weil ich will nicht natürlich ein Tier verzehren. Und das ist meiner Meinung nach eine absolute Frechheit. Vegan. Doch absoluter Fuck. Lass mal schauen, ob er gnädig ist und mich den Fleischriegel nicht essen lassen wird. Ja, ich weiß nicht. Meine Fresse. Du Furze. Ja, was willst du Formchecken? Ja, was sagst du so zum Veganen? Ja, scheiße. Also ich bin nicht sehr dünn. Und das ist halt leider scheiße. Also ich muss sagen, bei Fleisch bin ich leider raus. Ja, hast du gesagt, du isst, hast du versprochen. Ich weiß, aber ich kann es über meine Moral nicht bringen, leider. Interessiert keine Sau. Meine Fresse. Du Furze. Du nervst. Aber warum hast du es dann zugesagt? Also da bist du ja doppelmoralisch mit. Kannst du jetzt sagen, du isst jetzt einen Riegel, jetzt machst du es nicht. Ich wenn du ohne Kamera sagst, du isst einen Fleischriegel, ja. Und nur wegen der Kamera jetzt. Ich hab's auf der Kamera gesagt, das ist ein doppelmoralisch. Auf der Kamera, ich hab's halt gefressen. Ich dachte, du bist nicht so, dass du mich jetzt Fleisch essen hast. Ja, aber du hast doch gesagt. Du Furze. Kann sie erstmal nicht übers Herz bringen. Auch wenn ich jetzt bei der Moral bei dir dann eingeschissen habe, tut mir leid. Ich hab eh schweres Standing. Damit machst du dich jetzt komplett erreicht. Jetzt will ich noch kurz mal ein Statement zu Markus verlieren. Denn ich habe, glaube ich, euch was zu sagen und auch Markus was zu sagen. Arschloch. Nee. Quatsch. Sehr, sehr freundlicher junger Mann, ja, um Gottes Willen. In erster Linie tut es mir natürlich leid, dass ich mein Wort nicht eingehalten habe. Kam auf der FIBO zu, wir wollten Formcheck. Ich habe im Eifer meiner Freude zugestimmt, zuerst Fleischriegel zu essen. Und da hat mein Security gesagt, ja, kannst du haben, wenn du ein Fleischriegel isst. Und dann mit Markus einen Formcheck auf Video aufzunehmen. So aus mehr Sarkasmus, ja, ja. Weil eigentlich habe ich gesagt, möchte ich nicht, weil es war zu viel los. Mir wurde dann gesagt, okay, um 16 Uhr sei am Stand, dann machen wir das. Nein, er hat gesagt, ja, er macht es. Und dann hat er es doch nicht gemacht. Dann habe ich gesagt, du, das ist scheiße, darfst du es halt nicht sagen. Da war ich um 16 Uhr da. Ich dachte, ich muss vielleicht zuerst einen Fleischriegel essen. Kann da nochmal versuchen, Markus davon zu überzeugen, dass ich jetzt keinen Riegel essen muss. Also nur um so ein bisschen Fame geil zu machen, muss ich jetzt halt immer einen OnlyFans-Account errichten, ne, wie die Veganerin da. Und dann sozusagen den Formcheck einfach nicht machen. Aber wir haben zuerst den Formcheck gemacht. Danach hätte ich den Riegel essen müssen. Sondern kann auch sagen, nee, du, das mag ich nicht. Kann auch der Markus das so machen. Hätte ich gesagt, kein Problem. Und habe mir aber dann in der Zeit, wo ich dann eben nicht bei ihm war, Gedanken drüber gemacht und konnte einfach meine Moral, den Fleischriegel zu essen, nicht über mich bringen lassen. Na ja, das war so ein bisschen wieder die Videokamera war an und dann mal. Bitte es einfach nicht übers Herz bringen, jetzt hier sowas zu konsumieren. Deshalb tut es mir erst natürlich für Markus leid. Ach, ist mir scheißegal. Und dann sitzt du da und denkst, du bist doch eine Fotze. Und du weißt das. Und ich sag danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, aber nicht vergessen. Wir sehen uns bald beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Willkommen im Markus Rühl Lifestyle. Rosamunde Rühl, so was Stabiles, ja. Da weißt du gleich, dass die einmal 300 Kilo beugt, ja. 4 Kilo Kreuze hier macht. Oh, du Schamasche.